Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim Folge 108. So, wir sollen uns jetzt mit den Männern in der Nähe von Shores Wachturm treffen. All dieweil, es gilt eine Gold- bzw. Waffenlieferung zu verhindern, dass sie ankommt. Und mal gucken. Die soll bewacht sein von einigen Männern. Mal schauen, wie viele das sind. Wir sind nur zu viert. Warum seid ihr in die Armee eingetreten? Mein Vater war in der Armee und sein Vater vor ihm. Ich glaube, mir ist nie etwas anderes in den Sinn gekommen. Na sowas, sieh mal an. Wie ist es euch ergangen? Mir geht es gut, wie geht es euch? Das höre ich gern. Das muss unbedingt gut gehen. Das ist mein erstes echtes Kommando nach meiner Beförderung nach Weißlauf. Wisst ihr, in manchen Nächten sehe ich den Kampf mit geschlossenen Augen vor mir toben, als wäre ich immer noch dort. Werdet ihr von den Männern heimgesucht, die ihr getötet habt? Ich ja. Nein. Nur wilde Tiere töten vollkommen gefühllos. Wenn ihr sie nicht getötet hättet, dann hätten sie euch getötet. Ich weiß von einer feindlichen Wagenladung Gold und Waffen. Die müssen wir unbedingt an uns bringen. Das sage ich mir ja auch. Aber lassen wir das. Was führt euch hierher? Ich weiß von einer feindlichen Wagenladung Gold und Waffen. Die müssen wir unbedingt an uns bringen. Wie es der Zufall will, verfolgen wir einen Wagen. Schon etwa einen Tag lang. Das also ist da drin. Münzen und Waffen. Woher wisst ihr das? Ich habe Anuriel erpresst, um die Informationen zu erhalten. Das war gerissen. Es wird uns nicht schaden, einen Vogt in der Hand zu haben. Zu unserem Glück hatte der Wagen vor kurzem einen kleinen Unfall. Er ist liegen geblieben, nur ein Stück die Straße entlang. Wir sind in der Minderheit, aber ich habe einen Plan. Das schaffen wir. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Wie lautet der Plan? Wir schalten erst ihren Wachposten aus und suchen uns dann eine Position, von der aus wir das Lager überblicken können. Dann schleicht ihr euch bei ihnen ein und zieht ihre Aufmerksamkeit auf euch, während wir sie mit einem Pfeilhagel überziehen. Mit etwas Glück überrumpeln wir sie damit und gleichen so unsere Chancen ein wenig aus. Ich habe einen besseren Plan. Ihr wartet hier und ich kümmere mich darum. Ja, okay. Gut. Auf dem Hügel patrouilliert ein Wachposten. Wir schleichen uns an und erledigen ihn mit einem gebündelten Pfeilhagel. Bleibt in Deckung und auf dem Hügel. Ich muss da... Was muss ich denn jetzt machen? Ihm folgen oder wie? Moment. Folge Hatwa und laure dem feindlichen Speer auf. Okay. Vielleicht sollte ich jetzt auch mal meinen Bogen ausrüsten. So, abgeschworenen Pfeile haben wir gerade. Aber waren das die stärksten? Dunkelpfeil 17. Abgeschworenen Pfeil 7. Also Dunkelpfeil ist schon mal besser. Ebenerzpfeil 20 ist noch besser. Also ich will jetzt hier keine Elementarpfeile nehmen. Knochenpfeile. Stahlpfeil. Gut, wir haben die stärksten ausgerüstet. Feuer! Habt ihr je den Eindruck gehabt, dass Recke nicht immer ganz klar ist, auf welcher Seite sie steht? Das war's jetzt schon, ja. Also, dann kann ich auch mein Schwert wieder ausrüsten. Ihre Loyalität will ich gar nicht anzweifeln, aber sie scheint doch gewisse Sympathien für die Rebellen zu hegen. Ach wirklich? Ist mir noch nicht aufgefallen. Okay. Das ist also der Plan hier, ja. Einfach hin und alle töten. Melde dich bei Hatwa. Mach ich gleich. Ich will erst mal gucken. Die haben hier wenigstens ein paar Goldstücke dabei.
kann den Wagen hier natürlich nicht looten. Doch hier. Da haben wir eine Truhe mit Lehrlingsschloss. Gold, Goldbarren, Stahlkriegsaxt, Stahlschwert, geheiligte Stahlstreitaxt. Kartoffeln. Was? Tunika? Was? Tunika mit Gürtel, okay. So, gut. War jetzt auch nicht die Erfüllung meiner Loot-Träume hier. Wir bilden ein gutes Team, nicht wahr? Da ist ja noch einer, oder? Ach nee, das ist einer von uns. Okay. Erobere Rift zurück. Die Rebellen vergessen gern, dass es das Kaiserreich ist, das den Bund von Himmelsrand fernhält. Abgeschlossen, erzwungener Tribut. Erobere Rift zurück. Jetzt schon? Mann, warum spawne ich denn hier? Tribun. Gute Arbeit. Ein paar Leute mit einem Wagen werden die Beute holen. Die Waffen können wir hier gebrauchen. Das Gold reiche ich an Einsamkeit weiter. Melde mich zum Dienst. Euer Ziel ist Festung Grünwald. Trefft euch mit den Soldaten, die sich gerade sammeln, und vernichtet die Rebellen. Anschließend werden wir die Festung besetzen. Nun, Soldat, seid ihr der Aufgabe gewachsen? Natürlich. Die Festung ist so gut wie unser. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann, Soldat. Die Schlacht um Festung Grünwall. So, muss ich sicherlich wieder aktivieren hier, genau. Und dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Hier. Och nee. Hallo, ich habe doch gerade erst einen Drachen besiegt. Konnte ich nicht selbst auch so einen Drachen beschwören? Nee, halt, das war bei Schreier. Hier. Dunevir, hört meine Stimme und erscheint aus dem Seelengrab. Ich rufe euch herbei in meiner Zeit der Not. Und wo ist er? Wollte er nicht kommen? Ist auch wieder ein älterer Drache. So, jetzt wird es mal wieder Zeit für einen Heiltrank. Bam. Aber der Schrei hat irgendwie jetzt nicht wirklich was gebracht, oder? Gegen wen kämpfen die denn? Ja,
Wohl doch nicht etwa gegen meine Begleitung. Ach nee, die bekämpfen sich hier gegenseitig. Was? 1000 Kopfgeld? Ich glaube, die Quest ist jetzt gerade ein bisschen buggy. Schließe dich den Angreifern von Festung Grünwall an. Bleibt wachsam. Man kann nie wissen, wann diese Dreckskerle von Sturmmänteln angreifen. Tja, mein Kopfgeld ist jetzt hier immer noch da. Also habe ich noch nicht alle Zeugen getötet, oder wie? Aber hier ist doch gar keiner mehr. Tut mir leid. Die Mine ist zurzeit geschlossen. Ich hoffe, ihr seid nicht hier, weil ihr in der Mine arbeiten wollt. Was habt ihr zu verkaufen? Einen Blick drauf. So, den Dietrich nehmen wir. Schuppenarm schien der überragenden flinken Finger. Naja. Macht euch nichts vor. In unseren Adern fließt Stein. Wenn du das sagst, so. Ich hoffe, dass der kleine Ausflug zum Schmied jetzt hier mal die Quest ins Rollen gebracht hat. Also. Nee. Das gibt's doch nicht. Gehe ich mal einmal zum Militärlager zurück. Und dann teleportiere ich mich jetzt gleich wieder zum Wachturm da. In der Hoffnung, dass das jetzt hilft. Kaiserlicher Soldat. So. Ja, das ist natürlich blöd, wenn die sich hier gegenseitig bekämpfen, ich meinen Leuten dann helfe und dann ein Kopfgeld kassiert bekomme. Erobere Festung Grünwall, indem du die feindliche Streitmacht besiegst. 100% verbleibend. Na dann, auf sie mit Gebrüll! Ups. Ja, doch. Du standst im Weg. Passiert jetzt was, wenn ich den rufe? Nimm den Schild runter und kämpfe. Sind hier aber auch echt schlecht zu erkennen, ne? Mensch, geh mir doch mal aus dem Weg. Hallo. Oh. Einer nach dem anderen. Jawohl. So mag ich das. 67% noch. Nieder mit den Sturmmänteln.
Hier lohnt sich nachher bestimmt ein Abstecher in die Festung, weil die hatte ich noch nicht entdeckt, möchte ich sagen. Das sind alle keine Herausforderungen hier für mich. Wir haben schon ganz andere Gegner besiegt. So, wo haben wir denn jetzt noch welche? Noch 32%. Immer von hinten. Noch 5%. Hinfort. Oh, du siehst ganz schön mitgenommen aus, Junge. Wir haben es geschafft, ne? Ja. Da oben sind noch welche. Melde dich bei General Tullius. Machen wir gleich, aber erst gucke ich mich hier ein bisschen um. Soldat der Sturmmäntel, die fliehen jetzt hier alle. Bam. So, da kommen wir in die Festung rein, über die Luke hier. Was sind das da für Bücher? Kaiserliche Einsamkeit? Achso, Karte aktualisiert. Der Argonische Bericht, Überblick des Kaiserreichs Band 1 und das andere kann ich jetzt hier nicht lesen, weil ich da nicht rankomme. Hier sind auch nochmal Bücher, Streitkolben-Etikette. Kennen wir das schon? Das Lied von Pelinal Band 6. Weiß ich auch nicht, ob ich das schon habe. Grenzland, Eroberung und Wohnraum. Das klingt nach einem echten Bestseller. So. Ich will das Gold. Die Kommode ist leer. Das sehen wir schon von außen. Da haben wir einen Blick für. Naja, die Bücher, ich werde die jetzt auch mal ignorieren. Wir haben schon so viel. Ich glaube, das meiste wird alles doppelt sein. Besondere Bücher gibt es bestimmt, wenn dann nur auch an besonderen Orten. Ist auch alles verlassen hier. War auch nochmal ein Geldbeutel. Eine Expertentür. Ach Mensch. Habe wieder zu viel Druck ausgeübt hier. So, warum ist die jetzt abgeschlossen gewesen? Hier ist nichts drin. Die Hotelzimmer sind auch alle leer.
Doppelzimmer. Oh, na, hier ging die Post ab. Eisendolch. Tja, aber nichts. Nicht mal eine Kiste oder irgendwie sowas. Dann können wir hier eigentlich auch raus. Eisenrüstung. Gut. Kehren wir mal zurück ins Militärlager. Oder? Nee, wir müssen zu General Tullius zurück. Okay. Ich mag vielleicht wie ein wilder Schwertkämpfer aussehen, ziehe jedoch die geistige Fähigkeit in den Krieg vor. Vielleicht muss ich mit dem Schrei aber auch einen Gegner anvisieren und den quasi als Ziel markieren, damit der Drache erscheint. Ach, dieses Warten, dieses unerträgliche Warten. Es war ein großer Erfolg, die Kontrolle über Rift zu erlangen. Ulfric ist jetzt bestimmt ganz schön nervös, da wir direkt vor seiner Haustür sitzen. Ja, das kann schon sein. Es war ein großer Erfolg, die Kontrolle über Rift zu erlangen. Ulfric ist jetzt bestimmt ganz schön nervös, da wir direkt vor seiner Haustür sitzen. Wie lauten meine neuen Befehle, Sir? Ihr werdet in Winterfeste gebraucht. Meldet euch dort bei unserem versteckten Militärlager. Jawohl, Sir. In Winterfeste. Winterfeste ist ja oben bei der... Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Bei der Magiergilde, oder? Wenn ich mich nicht ganz täusche. Hat er nicht Winterfeste gesagt? Winterfeste ist hier hinten. Erobere Winterfeste zurück. Okay. Dann gehen wir nach Dämmerstern und von da aus dann zum Militärlager. Das ist ja nur ein Katzensprung quasi. Ja. Ich habe das Hauptspiel nachher größtenteils alles abgeschlossen und habe noch nicht mal die Stufen nach Hochrodgar erklommen. Das muss ich aber auch irgendwann jetzt demnächst mal machen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt probiere ich das mal. Eistroll ist anvisiert. Ja, ich muss mich jetzt kurz einmal hier heilen. Trollfett. Ein silberner Amethystring, ja. Gut.
Also ich habe echt keine Ahnung, was der Schrei bewirken soll. Fluch nie sterbend. Dann nehme ich erstmal wieder Zeit verlangsamen. Das erscheint mir doch irgendwo nützlicher. So, wir müssen jetzt aber, glaube ich, auch bald da sein, oder? Da ist das Militärlager. War gar nicht so leicht zu finden. Ich habe mich gemeldet, weil ich einfach nicht mit ansehen konnte, wie die Sturmmäntel alles zerstörten. Aber die meisten in meiner Familie sind mit meiner Wahl nicht glücklich. Hm. So, was hast du denn? Ich kann es kaum erwarten, einen dieser Rebellen kalt zu machen. Ja, zeig mal, was du hast. Das ist auch nicht wirklich irgendwas Interessantes dabei. Einhändige Angriffe verursachen 20% höheren Schaden. 25%. Was habe ich denn eigentlich ausgerüstet aktuell? Das sind sogar 30% höherer Schaden. Ja, da bin ich doch schon gut aufgestellt. Ich bin da. Habt ihr eine Meldung für mich? Ja, ich melde mich zum Dienst. Euer Ziel ist Festung Karstaff. Die Rebellen halten dort einige unserer Leute gefangen. Oh. Ich habe vor, dies zu unserem Vorteil zu nutzen. Hm. Ich habe Kundschafter vorgeschickt. Trefft euch mit ihnen. Findet einen Weg hinein, befreit unsere Leute und übernehmt die Festung. Jawohl. Die werden nicht mit einem Angriff von innen rechnen. Das wird nicht einfach, aber deswegen schicke ich ja euch. Denkt ihr, ihr schafft das? Natürlich. Nichts, womit ich nicht zurechtkomme. Mögen die Götter euch behüten. Vielen Dank. Ich habe gegen Drachen gekämpft, Ma'am. Ich schaffe alles. So, die Quest müssen wir natürlich wieder auswählen. Trifft die Männer in der Nähe von Festung Karstaff. Und die liegt wo? Es muss ja hier irgendwo... Da. Da ist Festung Karstaff. Verlorene Höhle. Würde ich sagen, reisen wir zur verlorenen Höhle? Und von da aus treffen wir uns dann mit den Männern und starten den Angriff. Ein Schneebär. Oh, ah. Hm. Bärenklauen und ein Pelz. So. Hast du jetzt hier gerade Erz geschürft? Dann suchen wir mal unsere Männer. Wir müssten ja hier irgendwo in der Nähe schon stehen. So weit war das jetzt nicht. Ich glaube, ich sollte oben lang gehen. Aber die kämpfen da hinten auch gegen irgendwelche Viecher, so wie es aussieht. Alles klar. Da sind sie. Denke ich mal. Laufen die jetzt alleine schon vor? Nee.
Die werden doch nicht ohne mich den Angriff starten, oder? Also das sieht jetzt nicht so aus, als wenn die sich noch bewegen. Nee, die stehen immer noch da. Okay, gut. Ja, weil ich werde die Folge jetzt an dieser Stelle hier beenden und in der nächsten Episode machen wir dann hier an dieser Position weiter. Und ja, erobern die Festung. Bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.